Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute eine kleine Verspätung mit dem Making-of und ich kann euch auch direkt sagen, es wird leider erst morgen meine Reaction auf die neue Folge von Seven Wars Wild geben. Mich hat es tatsächlich ein bisschen erwischt, ich bin ein bisschen krank geworden. Ich spreche ein wenig nasal, wobei ich glaube, es geht noch. Mich hat es tatsächlich aber auch ein bisschen mit Fieber erwischt. Deswegen vielleicht nicht so der energetischste Flow, den ihr heute hier erleben werdet. Ja, aber ich bin natürlich trotzdem am Start für euch, Freunde. Auch wenn mit ein bisschen Verspätung. Wie gesagt, morgen auf jeden Fall die neue Folge Seven Wars Wild. Ich freue mich sehr drauf. Ansonsten habe ich vorhin auch schon die neue Reportagen-Reaction hochgeladen. Schaut es euch gerne an. Wir haben jetzt aber erstmal etwas viel Interessanteres. Und zwar, wieso Seven Wars Wild fast gescheitert wäre. Ich bin sehr gespannt. Es wurde schon ab und zu einmal angeteased irgendwie, dass es beim Drop-Off oder bei den Spots kurz vorher irgendein Problem gab. Ich glaube, sie mussten einen Ausweichspot tatsächlich auch benutzen irgendwo. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es war, aber es gab irgendwo beim Drop-Off irgendwo kurzerhand Probleme, die gefixt werden mussten. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Lehnt euch zurück, holt euch was zu essen. Checkt meine Seven Wars Wild Playlist ab, wenn ihr wollt. Ansonsten, wir haben auch unzählige andere coole Videos schon hier hochgeladen auf diesem Kanal. Wir haben auch ein paar andere Serien tatsächlich zusammen geguckt. Checkt das gerne ab. Haus des Geldes haben wir zusammen geguckt. Naruto haben wir ein bisschen zusammen geguckt. Wir haben so ein paar von diesen Funk-Serien zusammen geguckt. Krass Klassenfahrt zusammen geguckt. Das war eine coole Zeit, falls ihr darauf Bock habt. Ansonsten gehen wir jetzt rein bei wieso Seven Wars Wild fast gescheitert wäre. Let's go. Play. Für diese Staffel Seven vs. Wild war der Helikopter-Drop-Off als Highlight schon früh geplant, um zu schauen, ob das grundsätzlich möglich ist und außerdem sicherzustellen, dass dabei keiner der Teilnehmer zu Schaden kommt, wurde dies schon Monate vor Aussetzung ausgiebig geplant, getestet und optimiert. Warum der Helikopter-Drop-Off und damit auch die gesamte Staffel 2 trotzdem wenige Stunden vor Aussetzung gefährdet war, erfahrt ihr in dieser Folge von Seven vs. Wild Behind the Scenes. Okay, ich bin sehr gespannt. Die heutige Folge gespannt. Wird euch präsentiert von Adobe Creative Cloud, worauf geil. Ich Adobe ist so ein OP-Sponsor. Ey, Bro, wenn du Adobe als Sponsor hast, das ist OP, finde ich. Das ist echt krass. Egal, ob die denn krass viel zahlen oder nicht, ist einfach ein geiler Sponsor, in meiner Opinion. Heimlich stolz bin. Dieses Projekt und alle weiteren Projekte auf meinem Kanal entstehen mit Adobe-Programmen und sie sind unser tägliches Werkzeug. Adobe bietet mit Creative Cloud über 20 Desktop-Programme, mobile Apps und Online-Services, um so ziemlich alles, was ihr euch vorstellen könnt, an Medien zu gestalten, aufzunehmen oder nachzubearbeiten. Geil. Ohne Creative Cloud würde dieses Projekt de facto so nicht entstehen können. In der Bearbeitung einer Folge, so wie ihr sie gerade seht, sortieren und schneiden wir erst alle einzelnen Aufnahmen in Premiere Pro, wechseln im Prozess immer wieder in After Effects, um genau solche Sachen hier zu animieren und nehmen dann Erklärungen und Moderationen in Audition auf. Das Thumbnail, also dieses kleine Bildchen, auf das ihr klickt, um ein Video auszuwählen, wird erst in Lightroom grundsätzlich bearbeitet. Helligkeit, Kontrast, Farben. Ich sag, es ist Audition, braucht man nicht, in meiner Opinion, ist ein bisschen Trash. Lightroom ist OP, Photoshop obvious auch, aber natürlich After Effects und Premiere. Goat, Goat-Programm. Ich weiß, damals noch als 12-Jähriger habe ich mir immer die Testversion runtergeladen. Die Testversion ging dann aus irgendeinem Grund unbefristet, ich weiß nicht warum, und hab dann so als 12-, 13-Jähriger so Star Wars Lichtschwerter animiert in After Effects, das war geil. Und so weiter, um es dann in Photoshop in mühevoller Kleinarbeit zu finalisieren. Also wirklich, unsere Arbeit beruht von vorne bis hinten jeden Tag auf dem Creative Cloud Programm. Um euch die Möglichkeit zu geben, auch solche Projekte umzusetzen oder euch einfach mal kreativ auszuleben, gibt es aktuell ein Angebot, in dem Studenten 20% auf die eh schon um 65% rabattierte Studentenversion sparen. Okay, Privatanwender gehen aber natürlich auch nicht leer aus und bekommen 40% auf den regulären Preis. Also seid schnell, klickt auf die Links in der Videobeschreibung oder im Pinned Comment und fangt an, kreativ zu werden. Was jetzt kommt, ist nicht mit Adobe abgesprochen, ich wollte es aber trotzdem einmal sagen. Alle Leute um mich rum, auch die Jungs, die jetzt für mich dieses Behind the Scenes mit mir gemeinsam schneiden, haben Probleme mit Adobe und wollen nichts mehr mit denen zu tun haben. Okay. Beiden sind einfach mit irgendeinem Rechner und den Programmen der Creative Cloud gestartet. Und jetzt sitzen wir hier und können so einen riesen Projekt schneiden und so viele Leute unterhalten. Krass, so wie ich es gerade auch erzählt habe. Ich hab das Video logischerweise noch nicht gesehen, aber ich habe gerade auch erzählt, ich bin mit Adobe aufgewachsen. Krass eigentlich. Das wäre ohne diese Programme nicht möglich gewesen, weswegen das so unheimlich besonders für mich ist, jetzt mit Adobe zusammenzuarbeiten. Also vielen Dank für die Zusammenarbeit, vielen Dank für all eure Programme und allen Zuschauern. Jetzt viel Spaß mit dem Video, checkt die Links in der Videobeschreibung aus. Ich freue mich. Und fangt an, damit irgendwas zu machen, das ist hammergeil. 4 Tage vor Aussetzung ist ein Teil des Teams nochmal zum Hangar gefahren, um alle weiteren Piloten mit ihren Plänen und Erkenntnissen zu briefen. Kurz zur Einordnung. Stimmt, irgendeinen Piloten mussten sie auch zensieren. Da gab es Probleme, I guess. Wir sind hier gerade im Hangar, von dem aus die Helikopter starten werden bei der Aussetzung. Mhm. Und ohne unser Wissen hat der Carlos, das ist hier unser Ansprechpartner für die Helikopter und so, hat die Vizeministerin für
Tourismus Lol. Eingeladen. Die einfach da im Hangar stand Lol. Mit irgendwelchen Leuten im Militär gewandt. Lol, wie cool. So zuordnen konnte. Wie cool. Hat sich dann rausgestellt. Wie geil. Das war, waren Generäle von Aeronaval, also Krank. Der Küstenwache und dem Militär aus wie Panama. Geil. Und dann war auch noch der Chef der Panama-Klinik da vor Ort, die sich alle dort eingefunden hatten. Wie cool. Um absurderweise unser Projekt zu unterstützen. Wie geil, ja, und jetzt müssen wir denen da irgendwie verklickern, dass geil. Wir Leute aus dem Helikopter schmeißen wollen, dass sie da ganz alleine sind, dass wir im Zweifel cool. dann vielleicht mit dem Helikopter nachts angeflogen kommen, obwohl ein Nachtflugverbot herrscht in Panama. Auf jeden Fall jetzt, wird hier einfach nur ein bisschen getalkt, man macht sich bekannt miteinander, weil in Panama und generell in, ich sag mal, Mittelamerika, Südamerika läuft einfach viel darüber, jemanden persönlich zu kennen, persönlichen Kontakt zu kriegen. Ja, dann geil. Sind die Leute sehr, sehr viel hilfsbereiter, als wenn man einfach sagt, ja, da kommt so eine Produktion aus Deutschland und die machen irgendwie ihr Ding. Das ist schon deutlich besser, wenn man denen mal die Hand geschüttelt hat, denen in die Augen geguckt hat. Dann sind die in der Regel sehr, sehr viel bereiter, sich zu bewegen, Sachen möglich zu machen. Und es war auf jeden Fall eine ganz komische Erfahrung, da dann irgendwie mit Shorts und ungeduscht in den Hangar zu stapfen. Auf einmal steht da so eine Staatskolonne und irgendwelche Leute, die du nicht kennst, die aber einfach wichtig sind in diesem Land. So, das ist halt einfach verrückt, ne? So, jetzt haben wir sie nochmal aufgereiht. Boah. Die wichtig. Genau, guck mal, die mussten zensiert werden. Da gab es irgendwelche Problemchen. Aber cool, das ist dann also die Ministerin, Tourismusministerin. Geil, hier haben wir die Wandermut-Leute. Cool. Leute für die Orga, cool. inklusive der Vizeministerin für Tourismus. Das mittendrin Paddy, Martin und Tom. In der Riege dieser, ja, wie ich schon sagen, wichtigen Menschen hier in Panama. Und die haben uns dann alle ihre Unterstützung zugesichert. Geil. Haben gesagt, dass sie es cool finden, dass sie hoffen, dass Panama gut repräsentiert wird. Dass sie uns unterstützen in jeder Art. Okay, neue Info, und zwar haben wir die Unterstützung vom Militär, von der Luftwaffe. Die stellen uns zusätzliche Helikopter zur Verfügung. Digga, imagine, du kannst das einfach sagen. Update, bei anderen im Vlog ist so ein Update. Update, ich fahre jetzt mit dem Zug in die Stadt und hol mir was Cooles zu essen. Update, wir haben Unterstützung vom Militär, sie geben uns Helikopter. Und die Luftwaffe ist auch am Start. Junge, das ist krass. Das ist krass. Und stationiert ein Boot in der Nähe, das durchgehend auf Bereitschaft ist quasi, bedeutet in einem Fall von einem extremen Notfall, wo nicht geflogen werden kann. Also zum Beispiel Tropensturm, Hurricane, oh, sonst irgendwas. Haben die da auch ein Dann Boot. Haben wir ein Militärboot vor Ort, das eine Evakuierung geil. Nach Panama City durchführen kann. Das ist irgendwie beängstigend und auch ein bisschen cool. Nachdem mit den Helikopterpiloten Krass. Alles geklärt wurde und der Produktion die militärische Unterstützung von Aeronaval zugesichert wurde, konnte das Team die Teilnehmer einige Tage später guten Gewissens anreisen lassen. Okay. Das war so eine geile erste Folge auch. Das ist krass. Das ist so verrückt, ne? Das haben wir auch schon gesehen. Jetzt nochmal die Aufnahmen hier zu sehen. Das ist geil. Während die Teilnehmer von einem Teil des Teams in Panama City gebrieft wurden, haben sich die verbleibenden Teammitglieder währenddessen auf der Insel um das Aussetzen und Platzieren der Drybacks an den Spots der Teilnehmer gekümmert. True. Endlich geht's los. Nach einer Woche Stimmt. Vorbereitung sind wir jetzt unterwegs zu den Spots der Teilnehmer, setzen die Säcke aus und am Morgen früh wird's dann richtig, richtig ernst. Ja, gucken uns alle Spots nochmal an, setzen die Bags da aus und dann Genau für solche Animationen nutzen wir After Effects von Adobe Creative Cloud. Deswegen hier nochmal die Erinnerung, über die ersten beiden Links in der Videobeschreibung findet ihr das Angebot. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Boah, Wale. Einfach Wale, Junge. Einfach Wale. Wunderschön, Mann. Wunderschöne Aufnahme, Mann. Spot von Joris. Ey, das ist cool, dass wir sehen, wie die Drybacks ausgesetzt werden. Das hätte ich nicht gedacht. Alright, this is Joris' beach. We're chopping off his bag. Medkit, sat phone, survival supplies. This beach actually has a lot of really good survival things on it. There's an edible fruit. Unfortunately, Joris doesn't know that it's edible, so he probably won't eat it. But Joris hat in alles fleißig reingebissen, was er gesehen hat. Er hat in alles fleißig reingebissen bis jetzt einfach. I can smell it from here. It smells like mango. Krass, ja. Okay. This is our first drop off. Dieser Tom ist auch super sympathisch, muss ich sagen. Den mag ich gerne.
Oh shit, and they yeah. like to eat through plastic, so I'm trying to hook them up and make sure okay, it's not smart. In a place where the hermit crabs can eat through his bag and get all his supplies wet. But here's Joris's beach. Good luck, Joris. And we're out. Geil, das ist cool zu sehen. Sascha. We are currently at Sasha's beach. We drop her off a little bag of goodies for her week survival, his week survival. Okay, so this beach I like. There's a lot of palm trees. I don't think there's any coconuts, but there's a little water source over here. Doch, behind that water source over here is a little bit of a freshwater puddle or pool where there's some fish that hopefully Sasha can spear. So that's why I like this spot. But you can see it's very difficult to walk in here. I think this is gonna hurt Sasha's feet. So, very clear campsite. Lots of palm trees for shelter. This here is called Haiti Haiti or sea hibiscus. Amazing wood for making friction fires. Unfortunately, I don't think Sasha knows that. But hopefully, we'll figure that one out. Nee, das Einzige, was Sascha wusste, ist, ich werde alle meine Gegenstände vergraben. Und ich habe Angst vor Krokodilen. Aber bis jetzt macht sich gut. Bis jetzt schlägt Sascha sich sehr gut. Alright, good luck, Sasha. There's your bag. There's your campsite. I hope you spear a fish. Ich bin gespannt, was genau schieflaufen wird. Oh, okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein anderes Boot. Was da rumchillt? Well done. Yeah. Okay, Sabrina, spot. All right, Sabrina, here is your beach. We have some fishermen currently on your beach. And we have trust that they don't take your bag. Ah, ist das schiefgelaufen? Da hätten sie Leute, oder sind das Leute? Aber die Leute, die auf jeden Fall eben am Boot waren, sind scheinbar hier. I really hope they don't. Oh, krass. Da sind echt einfach ganz viele Leute. Okay, das ist interessant, Digga. Krass. Einen einzigen Tag vor der Aussetzung chillt da einfach so eine Gruppe von Leuten, die sich jetzt halt auch denken, okay, warte, was kommen jetzt, warum kommen jetzt Leute mit der Kamera, was wollen die von mir? Buenas tardes. Vamos a filmar un programa de televisor aquí mañana. Y ahora puede salir esta bolsa aquí. ¿Está bien? Ja. Junge, die sind so misstrauisch. Oh mein Gott, ich hätte das da, glaube ich, nicht aufgedroppt. Die haben ja gar nicht geantwortet, die waren einfach so, Die waren nicht vertrauenswürdig. Ich sag's wie es. Also weiß ich nicht. Zehner, die nehmen einfach den Bag mit. Also, ey, ich will jetzt nicht voreingenommen sein, aber ich bin einfach mal voreingenommen. Das sah so aus, als ob die so waren, so, ne, mach halt dein Ding. Schwierig. Schwierig, denen zu vertrauen, dass sie da nicht rangehen jetzt, weißt du? Alright, Sabrina, here's your bag. Here's your spot. Got a nice river. I really hope your bag's still there in the morning. Bueno. Muchas gracias. Buen suerte. So, wir sind jetzt hier gerade an Sabrinas Spot, an dem einfach plötzlich ein paar krass. Leute gechillt haben. Wir mussten mit denen jetzt einmal klären, dass alles cool ist, dass wir den Dryback trotzdem hier abstellen. Und jetzt ist Tom wieder auf dem Rückweg, hat den Sack da hinten am Baum platziert. Well, fingers crossed, Sabrina. Also die Folge heißt ja, es wäre fast gescheitert. Fast gescheitert kann ja nicht nur heißen, ja, da haben Leute gechillt, sondern fast gescheitert könnte heißen, der Dryback wurde vielleicht geklaut. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, wenn die da sagen, ja, wir filmen eine TV-Sendung, wir zischen jetzt wieder ab. Ich hätte vielleicht kurz in den Dryback reingeguckt, aus Interesse so. Keine Ahnung, und wenn die da dann so Pager und so finden, ich weiß nicht, was die damit machen. Schwer zu sagen. Knossi. Alright, Knossi. This is your beach. Ja, Mann. It's freaking beautiful. Der schönste. Hope you enjoy it and have a great holiday. Der allerschönste Spot. Your bag is right in the middle, right there. And you've got fresh water, you've got coconuts, you've got sea hibiscus for making fires. You should do really well here, have an amazing time. So yeah, hopefully you do great, man. Good luck. Ich hoffe, die checken nochmal Sabrinas Spot, guys. We're going to Nova's Beach. So als allerletztes werden wir mal vorbeifahren.
Okay, well, Nova Spot is very difficult to get to. Nova has some heavy stuff. Wir wissen, bei Nova hat hier ja ein Hai gechillt quasi. Right here. That Nova can harvest during low tide. Hi Nova, here's home sweet home. Playa. Great Instagram-y tree over there for you. Ja, ehrlich, auch ein sehr schöner Spot. Muss man sagen. No. Flip you right into here, slightly off to the right. You cannot miss it. Okay. Keep you away from the crabs. There you go. Okay, Nova. There's your bag. Here we are at your beach. Lots of low-lying coconuts, Instagram-worthy palm trees, tons of fresh water coming out of the ocean or the sand. So you are set. This is pretty freaking nice. Definitely tropical paradise. Have a good time. Okay, Nova, there's your beach. Alright, Otto, here's your beach. Got about a medium tide here. And we are going back into these palm trees right there. Alright, Otto, I've walked. Stimmt, Otto hat am allerlängsten nach seinem Bag gesucht. Er hat ihn erst gar nicht gefunden. Am allerlängsten hat er gesucht. Das weiß ich noch. Where these coconut trees are, right in the middle of the frame there. And I'm gonna put the bag up and in there, so it stays away from the water. Aber jetzt weiß ich auch warum, weil der ist echt ein bisschen gegangen, ne? Hat ein bisschen gesucht, wo er den hängen kann. Can't miss it if you see these trees. Alright, Otto, there's your bag. Aber ich hab noch gefunden, also alles cool. Can't miss it, just up from the river off to the left. And yeah, you're good to go, man. Good luck. Sogar eine Atmosphäre durch die Musik auch auf, finde ich. Richtig angenehm gemacht. Alright, Fritz, here's your spot. You're coming in from that direction. This is off to the left. There's a rock with a cool bonsai looking tree on it. Ja, Mann. And that is your bag right there. Good luck, Ross. Und nach all den Strapazen, einer Menge Gespräche und viel Kopfzerbrechen waren tatsächlich alle Vorbereitungen getroffen und dem großen Tag der Aussetzung stand nichts mehr im Wege. Okay. Wenn euch das Behind the Scenes gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine der weiteren Folgen. Oh, ich dachte, es ist schon vorbei. Ich dachte, wie schnell war die halbe Stunde denn jetzt um? Verpassen. Es war schon der Mittag am Tag davor und ich sagte noch zu Tom: Mensch, das läuft alles wie am Schnürchen hier. Wir haben nur noch den Drop-off tomorrow. Ich sag echt, die Fischerleute haben diesen Bag genommen von Sabrina. Weil, wie ich schon meinte, aus Interesse, ich hätte reingeguckt wahrscheinlich, wenn jemand sagt, wir drehen eine TV-Sendung morgen, hier, das setzen wir ab, tschüss. Man hätte zumindest mal geguckt, so, was ist denn das da so, keine Ahnung. Und ich sag, die haben das mitgenommen. Die Sachen sind ja auch kein Dorf wertvoll, ne? Keine Ahnung, die Gegenstände von Sabrina, dann so ein Pager irgendwie, die Medi-Sachen. Keine Ahnung. Mehr kann ja eigentlich nicht schief gehen. Es lief so richtig smooth. So, dass wir die ganze Zeit gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwo kommt der Klopper noch. Irgendwas läuft noch nicht. Und mittendrin, ich glaube, es war das Briefing von Thorsten, gab es einen Anruf von der Helikoptergesellschaft, krass, mit dem wir hier auf diese Insel geflogen sind. Code Red für uns. Orga Code Red. Kommt bitte kurz rein, weg von den Teilnehmern. Ich muss euch was sagen. Er hat am Telefon erfahren, der Drop-Off ist abgesagt. 15 Stunden vor Drop-Off. Oh mein Gott, etwas ganz anderes, als ich gedacht habe. Erst einmal, dass das während des Briefings passiert ist. Dieses Chaos-Management. Gerade die Teilnehmer sind da, alle aufgeregt, bla bla bla. Und dann müssen die Organisatoren kurz weg und da, es wird gesagt, ja, der Drop-Off morgen geht nicht. Das geht nicht. Wahrscheinlich wegen Regierungsfaxen, I don't know. Oh mein Gott, Digga. Also ist tatsächlich gerade richtig Worst scheiße. Case. Irgendein komischer Inspekteur sitzt da gerade mit dem Chef von der Luftlinie da in der Leitung und macht da Trouble. Oh shit. Ab in Uber setzen, hin zum Hangar, direkt mit den Leuten vor Ort reden. Was ist hier gerade das Problem? Ja. Initiative ergreifen. Wir sind wieder am Hangar. Wir haben jetzt gerade, über 2 Stunden diskutiert. Denn alles, was wir seit 3 Monaten besprechen mit den Helikopterpiloten, ist jetzt nicht mehr möglich. Seit 6 Monaten fragen wir die Piloten,
mit allem, was uns einfällt. Geht das? Haben wir genug Sprit? Haben wir genug Flight Time? Geht das? Ah, okay, und deswegen haben sie die Piloten auch zensiert, weil die irgendwie Trouble gemacht haben und ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben, I guess. Mann, das siehst du mal, ja, das geht. Und am Vortag des Abflugs, also kriegen wir den Anruf, das ist schon räudig. Gar nicht. Also wir haben ein großes Glück, glaube ich, dass sie gezwungen sind, kompromissbereit zu sein. Dadurch, dass wir diese Vizeministerin und so weiter im Rücken haben, sonst würde sich hier gar nichts bewegen. Ja. Also das wäre denen scheißegal. Ich finde da nicht so richtig Worte für, der Kopf platzt auch wirklich, also das ist nicht zu glauben. Unser ursprünglicher Plan war, dass wir mit 3 Helikoptern aus Panama City rüber zu Isla San Jose fliegen und dort die Teilnehmer aussetzen. Das Ganze war ungefähr berechnet mit 2,5 Stunden Flugzeit. Also eine halbe Stunde hin, dann ein Drop-off durch die Helikopter, 1,5 Stunden plus eine halbe Stunde zurück, 2,5 Stunden. Makes sense. Uns wurde von Anfang an gesagt, die Helikopter haben eine Flight-Time von 4 Stunden. So, dass wir auch so kalkuliert haben. Okay. Und heute, einen Tag vor Drop-off, kriegen wir den Anruf, dass die mit 1,5 Stunden Flight-Time kalkulieren. Statt. Was, willst du mich verarschen, Junge? Hätte er jetzt gesagt, es sind 3 Stunden, hätte man sagen können, okay, das wird eng, wollen wir nicht riskieren. Aber einfach, das ist ja fast ein Drittel nur noch. 4. Wir wollen unbedingt, dass die Teilnehmerhelikopter offene Türen haben, damit wir vernünftig filmen können. Yeah. Und damit man einfach so dieses Gefühl hat von, okay, wir fliegen jetzt hier mit offenen Türen durch den Dschungel. Also ordentlich, einfach geiler. Das Problem ist, die Aerodynamik verändert sich dadurch. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Helikopter reduziert. Und wenn die Helikopter langsamer fliegen, verbrauchen sie im Verhältnis mehr Sprit. Durch die Türen, die nicht mehr da sind, wird also der Spritverbrauch erhöht. Jetzt hatten wir dann die Option durchgesprochen, dass wir gesagt haben, okay, dann packen wir halt die Türen rein. Dann springen die Leute halt raus, machen die Türen auf, Tür wieder zu, damit wir den Spritverbrauch reduzieren. Das ging aber auch jetzt nicht mehr, obwohl es im Testrun ging und beim Scouting vor einem halben Jahr hat es immer funktioniert. Jetzt geht das nicht mehr aus Sicherheitsgründen, angeblich. War kein Problem vor einem halben Jahr, war kein Problem vor 3 Tagen. Bro. Ist jetzt ein Problem. Heißt, jetzt haben wir uns für die Lösung entschieden und wir hoffen, es ist noch nicht klar, ob das funktioniert, dass wir eine Zwischenlösung machen. Und die Alternative ist, dass wir die Teilnehmer vorher mit einer kleinen Maschine rüberfliegen. Ja. Sowas, sowas. Dann warten da bereits die Helikopter und die landen vorher auf San Jose zwischen dem Flugzeug und dann steigen sie um in die Helikopter und dann machen wir die geplante Prozedur. Das ist nicht ideal, heißt aber, dass die Helikopter mit geschlossenen Türen und Benzinkanister zur Insel fliegen können. Heißt, sie verbrauchen weniger Sprit und sie haben auch Reservetank dabei, können auf der Insel die Türen abnehmen, können dann den Drop-off machen und dann wieder auf San Jose landen, die Türen wieder reinsetzen, vielleicht nochmal volltanken und dann wieder abfatzen. Das ist jetzt unsere Idee. Okay, ich bin gespannt, ob es wirklich so war. Das war bis jetzt nicht ersichtlich, ob das so passiert ist. Aber es ist wirklich, wirklich insane, wenn man drüber nachdenkt, dass ein Tag, also 15 Stunden vorher, fast alles hätte ausfallen können. Hätten sie diesen coolen Kontakt mit der Tourismusministerin da, mit dem Militär und so gar nicht gehabt, was im Vorhinein ja auch gar nicht geplant war, dass das so riesig jetzt wird, dann wäre das vielleicht vorbei gewesen jetzt. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Krass. Das ist aus meiner Sicht aber die beste Alternative, die wir haben. Ich hoffe, dass es klappt. Was? Nächstes Update. Man sieht, es ist schon dunkel geworden. Wir sind immer noch im Hangar. Wir wissen immer noch nicht, ob der Drop-off stattfinden kann. Das muss für die so kacke sein. Wir haben theoretisch eine Lösung gefunden, aber die ist jetzt halt teurer. 12, 14 Stunden oder sowas, bis der Drop-off stattfinden soll. Und wir müssen jetzt noch eine Preisverhandlung gehen. Wieder mal ein Update aus dem Hangar. Wir haben weiter diskutiert. Preise verhandelt, Situation verhandelt, was war wessen Schuld, wer hätte was wie machen müssen. Am Ende des Tages haben sie gesagt, das war ihr Schuld, sind heilig berührt natürlich. Aber wir sind jetzt zu einer Einigung gekommen, ist okay, ist nicht cool, das ist nicht geil. Es gibt aktuell keinen Plan B. Krass. Immer noch im Hangar, wieder eine Stunde später. So langsam dämmert mir, warum die allermeisten Survival-Produktionen Fake sind. Ja, also was heißt, also teils fake sind oder halt, ja, sowas nicht machen. Das ist insane, ey, es ist 21 Uhr jetzt schon und die haben immer noch keinen Plan, was jetzt los ist. Wir sind angewiesen darauf, auf die Leute, die können sich jetzt irgendwelche Fantasiepreise ausdenken und wir sind im Prinzip gezwungen, diese Preise zu bezahlen, weil was wollen wir machen? Das haben sie auch bestimmt jetzt gemacht. Noch 3 Flugzeuge. Das ist der Workaround jetzt für die Probleme, die aufgetaucht sind. Das ist eins der 3 Flugzeuge. Dann gibt es noch ein Tankflugzeug und noch ein Transportflugzeug.
Ich melde mich zurück, wenn wir hier alles geklärt haben. Das ist geisteskrank. Okay, finales Update. Wir werden jetzt den Hangar verlassen und morgen früh wieder zurückkehren. Es wird vermutlich in einigen Stunden, werde ich vielleicht darüber lachen können. Und vielleicht wirkt es jetzt für euch auch gar nicht so dramatisch. Es wird, aber für mich schon. Für uns ist es dramatisch. Ich sag, aber es ist. Man muss auch sagen, wenn es darum geht, dann Lösungen zu finden, da haben wir auch einfach die Besten am Start mit Paddy, Tom, Martin. Also wenn man in so eine Lage kommen will, dann mit den Jungs. Also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gab einige Planänderungen. Krank. Ich werde jetzt long story short machen. Um 6 Uhr, das letzte Mal Hotel hier in Panama City. Drop-off beginnt, let's go. Beefy, Carranza, Corny, Snickers. Was haben wir denn? Ja, ach, geil. Fuck, Alter. Ah, stimmt, hier haben wir aufgehört. Jetzt ergibt das auch voll Sinn. Hier haben wir in der ersten Folge aufgehört, von wegen, ah, fuck, was ist jetzt los? Da haben wir aufgehört. Oh, nee, was ist das? Das war das Letzte. Oh, nee, Alter, einmotorige Flugzeuge. Aus dem mit uns. Lol, die haben dann einfach Absturz. Die Flugzeuge gesehen. Lol, okay, krass. Okay, das jetzt Flugzeug, ergibt Sinn. Flugzeug. Yo, jeder fliegt alleine, cool. Ja. Was? Aber oh Scheiße, jetzt noch in so einer Situation noch mitzumachen. Lol. Oh, ich find's so cool, dass wir jetzt mal wieder die Kandidaten hier im Behind the Scenes sehen. Boah, ja, true, krass. Die haben echt dann einfach Flugzeuge auf die Insel, Inselhelikopter und bam. Geil. Raus hier, Mann. Krass. Raus hier, Mann. So, raus da, raus da. Gleich geht's los, bevor die Action und der spaßige Teil beginnt. Wir müssen einmal noch kurz zum Unterschreiben. Wir regeln in der Zeit die Info, alles mit den Pässen und dann geht's gleich weiter. Digga, so krass. Ich find's cool, dass wir alles nochmal sehen jetzt hier. Dave, kannst du dir gleich nochmal von allen so einen Shot holen, wo die sagen, ich mach das hier alles freiwillig? Krass, okay. Der Shot war so geil. Der Shot war so geisteskrank geil. Ich sag's, wie es ist. Boah, jetzt gerade fühle ich das noch mehr, weil wir jetzt ja schon so ein paar Tage gesehen haben bei den Leuten. Wir haben schon so ein bisschen was mitbekommen. Jetzt ist es noch legendärer, da Otto zu sehen. Aber auch eine Nova und eine Sabrina zu sehen, wenn man sie schon hat. Weinen sehen, strugglen sehen, wisst ihr? Ich find's gerade saugeil. Geil. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet gleich ausgesetzt. Bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Videobotschaft für euch. Angela Merkel, es kommt Teilnehmer aus der ersten Staffel. Ed Stafford. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der! Letzte Worte. Fingers crossed, dass keiner sich umbringt. Fingers crossed, dass keiner verunglückt beim Aussetzen, weil dann bin ich richtig am Arsch. Ja. Und ich zimm jetzt eine Vomex rein, weil ich bin übel seekrank und ich kotze sonst im Helikopter. Ja. Ey, ich finde ganz kurz, Vomex ist so ein dummer Name. Natürlich, es kommt von Vomit. Aber wenn man eh schon weiß, mir geht's schlecht, dann ein Mittel zu nehmen, was gegen Seekränke oder so hilft, ist gut. Aber benenn das doch nicht nach Kotze. Also wisst ihr, benenn das nicht nach Kotze, weil du willst nicht an Kotze denken, wenn dir schlecht ist schon. Just saying. Jalla? Ja. Cool, sitzen hinten. Boah. Krass, sind sie einfach noch mit dem Flugzeug rübergeflogen? Scheiße. Adios. Ey. Gracias. Mucho gracias. Das wird die größte Challenge meines Lebens und ich glaube für einige da drinnen auch. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ja, es ist auch so cool mit Knossi, ihn jetzt noch so zu sehen. Bist du kurz davor? Einmal. Hallo. Hallo, ich mach nämlich auch mit. Dies Jahr bin ich auch dabei. So. Krass. Das muss so ein heftiges Gefühl gewesen sein da drin. So ein bedrückendes, aber auch krasses Gefühl. Aufregung, Angst,
keine Ahnung, was Freude auch natürlich ist. Crazy. Jetzt das sind die Rettungshelis vielleicht. Drei. Nein, deswegen drei Stück, das eine fliegt. Wir springen vom Heli. Oh, Sascha hat's als allererstes schon gecallt. Wir springen vom scheiß Heli. Ja. Aus dem Flugzeug in den Heli rein, Junge. Fuck. Wow. Knossi, Junge. Go, come on. Ich habe gerade voll so irgendwie das Lost-Feeling bekommen. Voll so die Lost-Atmosphäre hier. Krass. Eine Geisterspinne. Ey, das ist deine Lieblingsspinne, ne? Ja, ja, ja. Sind das Babys drauf? Ja, das ist ein Babys drauf. Lol. Nee, gar nicht. Vollkommen ungefährlich. Boah, voll cool. Full nice, das so zu sehen nochmals. Ich piss doch nicht im Wald. Das war schön. Was ein geiler Shot. Was ein geiler Shot. Also wirklich, der Typ geht ran und zieht sofort am ersten Ding. Wann im Urwald? Knossi, Junge. Ich lieb's. Ich lieb alles gerade. Es ist nicht bestätigt, aber ein Helikopterpilot hat gesagt, er hat hier auf der Insel die Fleur de Lance gesehen. Die was? Die Lanzenotter. Eine der tödlichsten Schlangen. Oh. Also, mit sowas macht keinen Spaß, ne? Weil die Lanzenotter ist die, das ist die Baumfrucht, das ist die Drecksau aller Baumfrucht. Und wenn die Lanzenotter bei deinem Revier ist, musst du weg. Die ist reviertreu. Die bleibt da. Ey, die Lanzenotter ist wirklich. Die Drecksau. Das ist die letzte Drecksau. Jürgen, geht schon die mal. Er sucht schon. Wir kommen auf der Insel. Wie ihr unschwer erkennen könnt, werdet ihr gleich mit Helikopter. Boah, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade auf voll, aber es ist so geil, alle zusammen zu sehen hier noch. Irgendwie auf der Insel schon. Ich habe so richtig. Ja, Serienfeeling irgendwie. Weiß nicht. Das bedeutet, es gibt jetzt noch einmal ein finales Briefing für euch, wie ihr sicher rausspringt, damit es keinen Fleischsalat gibt. Oh. Ja gut, Jungs und Mädels, hier hört unsere Arbeit auf, jetzt gleich fängt eure an. Wenn ihr jetzt einmal eure Köpfe dreht, Gänsehaut. Ihr seht drei Helikopter. Es gibt eine gewisse Karenz, die Kulanz, die wir haben. Mhm. Wenn ihr nicht springt, fliegen wir weiter. Ihr kriegt noch eine zweite Chance. So sieht das dann aus, wenn ihr da drin sitzt. In jedem der Helikopter ist ein Koordinator für uns. Du kriegst von deinem Koordinator das finale Go zum Absprung. Wenn du das hast, schnallst du dich ab. Alles klar. Boah. Das ist Go. Boah, aber gut, dass sie nochmal alles proben, das finde ich wirklich gut. Genau, einmal aufsteigen. GoPro Hand. Exakt. Und hin. Oh nee, war falsch. Okay. Aber nicht zu hoch springen. Mach lieber nochmal. Da hätte ich Paranoia vor. Zu hoch springen und oben gegen den Propeller ran. Ja. Die Rotoren sind über dir. Sehr schön. Alles klar. Perfekt. Perfekt. Exakt. That's it. Ja? Wie hoch wird das in etwas sein? Variiert. Je nach Spot. Wie ist es mit nackt? Nackt reinschwimmen? Reinspringen? Ihr tragt eure komplette Kleidung. Also, du hast die Freigabe. Wichtig, wenn ihr ins Wasser gehüpft seid, ist es schwer zu sagen, ob es euch gut oder schlecht geht. Es gibt ein wichtiges Zeichen, das hätte man machen können, das stimmt, das Einfache ist einmal so. Ja, das sagt euch jeder Koordinator nochmal, bevor ihr springt. Ja, es gibt noch einen dritten Helikopter. Da sind einmal Kameraleute drin, da sind unsere Sunnis drin, da ist der Islam drin und ich bin da drin. Ich bin euer Rettungsschwimmer. Wenn ich merke, dass einer von euch wirklich in Not gerät und ihr rausgezogen werdet müssen, dann springe ich hinterher und wir sehen zu, dass wir zu zweit an Land kommen. Zusammengefasst, wir starten gleich mit drei Helikoptern. Krass. Ihr gebt das Okay-Zeichen, wenn alles gut ist. Ihr geht an den Strand, sucht eure Ausrüstung und schickt mit dem Garmin den ersten Code Green. Und dann sind wir auf uns selbst überlassen. Und dann seid ihr... Endlich! Okay. Jetzt natürlich, wie gestern auch, noch einmal bitte unterschreiben, dass wenn ihr in den Rotor springt, dass es eure Schuld ist. Junge, alles unterschreiben, komm, scheiß drauf. Geiler Shot gerade ich auch nochmal, sehr geiler Shot, super geiler Shot. Junge, das hätte ich als Poster gerne. Ich sag's immer wieder, das als Poster
legendär. So, jetzt brauchen wir noch ein paar motivierende Worte. Oh, legendär. Diesen Tag von dir, Klassi. Nein, ja, doch, das ist wichtig, du kannst das. Okay, Leute, wir sind die Kandidaten der zweiten Staffel von Several in the Wilds. Es geht um alles. Ich weiß, dass wir es alle schaffen können. Der Mensch ist zu allem fähig. Jeder von euch kann über sich hinauswachsen. Völlig egal, wir werden 7 Tage auf alles verzichten, was wir lieben. Aber kommen stärker mit einem neuen Mindset wieder zurück. Schaffen wir das? Dann gebt mir ein Ja! Ja! Sag, was ihr wollt über Knossi, aber sowas kann er wie kein Zweiter. Sowas kann Knossi wie kein Zweiter, in meiner Opinion. Ganz ehrlich. Was eine geile Folge der Doku, Junge. Was eine geile Folge, Mann. Gänsehaut. Kann man nicht anders sagen. Richtig, richtig nice gemacht. Richtig nice gemacht. Geil. Was könnte jetzt noch schief gehen? Ach, es geht... Nein. Es geht noch was schief? Nee. Es geht noch was schief? Nein. Nee, nee. Oh shit. Da sollten wir uns mal wieder irren. Es geht noch... Nein, es geht noch was schief? Was soll denn noch alles schief gehen jetzt? Es ist doch schon alles schief gegangen. Holy shit, ey, ganz ehrlich aber, das war für mich, das war, würde ich sogar sagen, die beste Folge der Behind-the-Scenes-Serie von Dave bis jetzt. Super, super interessant, wie viel die da kommunizieren mussten. Die Vize-Tourismusministerin war da, der Chef der Klinik war da. Es war richtig nice und dann auf einmal, bam, nee, so wie wir es Wochen, Monate lang geplant haben, geht's nicht. Dann ganz kurz noch gechanged. Es war so cool, nochmal alle Teilnehmer zusammenzusehen. Das war irgendwie... Gerade wo jetzt die Hauptserie schon so ein paar Wochen läuft, war es nochmal umso cooler, alle zusammenzusehen. Kurz vorher wirklich. Und scheinbar geht noch irgendwas schief, sobald die Helikopter erst oben waren. Da bin ich sehr gespannt und freue mich drauf zu sehen, was da abgegangen ist. Ey, sorry nochmal für die kleine Verspätung auch, dass die nächste Folge erst morgen kommt. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich freue mich drauf, ich bin sehr gehypt. Habt alle einen wunderschönen Tag, ja, bleibt bitte alle so fresh und gut aussehen wie immer natürlich, Freunde. Und dann sehen wir uns. Ja, bleibt fresh.